Hallihallo Leute, hier ist der Gusor mal wieder. Wir wollen, beziehungsweise ich will mich langsam mal meiner Bauarbeiterbase ein bisschen mehr widmen. Also ich habe die wirklich komplett vernachlässigt bis jetzt. Hier könnte man ja theoretisch mal einen Zerschmetterer, aber nö, mache ich nicht. Ich gehe wieder von hier. Ich lasse den Zerschmetterer wirklich wieder komplett außen vor und gucke mal, was geht. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht zu sehr außenrum. Ja, genau, ganz gut, 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 gar nicht so verkehrt. Zack, zack, das wenigstens schon mal ein bisschen reinrennen. Weil, wie gesagt, ich hätte ja jetzt mit Riesen anfangen können, den Zerschmetterer da kalt zu machen. Aber ach, ich glaube wirklich so mit den Barbaren, so zack, 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 kann man da noch mit am meisten reißen. Jetzt hoffen wir mal hier, dass die noch das Town Hall snacken, müsste eigentlich passen. Ich meine, dann wären es auch nur ein Stern. Nee. Na? Doch, ja. Glück gehabt. Ganz knapp, aber Glück gehabt. Jetzt gucken wir mal, wie sich der Gegner schlägt. What? Wie bitte? Komplett Gleichstand. Und er hat mein Haus auch geholt. Also mein Rathaus, meine Meisterhütte, meine Bauarbeiterhütte, wie auch immer. Richtig krass. Aber jetzt muss ich ja mal sagen, er ist ja um einiges höher schon vom Level her und hat es dann nur auf die gleiche Anzahl wie ich bekommen. Das sagt mir ja auch eigentlich schon, dass mein Angriff gar nicht so verkehrt war, beziehungsweise meine Base auch gar nicht so blöd gestellt war. Geiles Ding. Das finde ich cool. Auch wenn es mir jetzt nicht wirklich viel weitergebracht hat. Gucken wir mal, was wir machen könnten. Also, klar, ich brauche Gold. Logisch. Und ich überlege, dass ich... Warte mal, ab wann kann ich die Uhr bauen? Okay, die Meisterhütte, genau. Okay, also die Meisterhütte ist noch nicht so weit. Das heißt, da chill ich noch hart am Lifestyle. Und gucke mal gerade, wie ich das hier eventuell mit den Mauern noch besser hinbekomme. Ich pack die mal hier hin. Ach, Zucker ist online. Ach, hier kommt. Gamer Henki hat rausgehauen. Der macht auch. Auf Twitch ist der ziemlich aktiv. Könnt ihr mal vorbeigucken. Gamer Henki. Ist auch eigentlich dauerhaft in Legende, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was der hier raushaut. Town Hall down auf jeden Fall. Und jetzt halt sogar noch ein bisschen mehr. Aber Loot ist ihm ja, denke ich mal, eh komplett Banane. Da wird er eh schon komplett gemaxt. Dann jetzt halt noch wirklich mit den Helden noch die 50% knacken, dass man da halt noch einen Two-Star rausbringt. Läuft. Nice. Gucken wir mal, wie viel es geworden sind. Alter, 11. 11 ist schon ganz nice da oben. Mal richtig. Jetzt gucken wir mal. Wir können loslegen wieder. Machen wir auch. Hoffentlich besser. Na, der hat den blöd geplaced hier. Der hat den echt blöd geplaced. Egal. Ich probiere das einfach mal. Ich hoffe, dass sie nicht komplett draußen rumrennen, aber draußen sind halt eben auch übelst viele. Genau.
übelst viele, Punkte halt zu holen. Ah, okay, so komm, dann machen wir hier noch die Goldmine klar. Na, die Base-Layouts werden wirklich schwerer mittlerweile. Also klar, jetzt wird sich jeder sagen, oh, hier, warum? Ja, okay, Mist. I'm not gay, what? Okay. Gucke ich da auch nochmal rein, wie der es gemacht hat. Also klar, naja, da muss ich, glaube ich, wirklich gucken, dass ich die Meisterhütte einfach mittlerweile ein bisschen besser beschütze. Dass ich da halt wirklich nicht den One-Star kassiere, weil das wäre dann schon einfacher gewesen. Na, obwohl, die hat sich eigentlich gut durchgekämpft. Dann passt das. Also dann muss ich da wirklich schauen, dass ich das ein bisschen anders place. Und zwar. Nee, genau, lass mal das so machen. Lass mal das so machen, dass wir einfach nochmal ein bisschen mehr Range haben. Und dann gucken wir mal, wo der Frosch seine Locken hat. Hier nochmal ein bisschen als Ablenkung. Könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Ja. So nebenbei machen wir mal kurz noch einen Angriff im Großen. Egal. Vollkommen egal. Ja, ich springe gerade so ein bisschen rum, weil mir hat der Wechsel. Also, ich hatte ja zuvor. Mario hatte mich ja gefragt. Ich will da absolut nicht irgendwie was Falsches sagen. Mario fragte mich ja, oh, ja, was hältst du von neuem Clan und so weiter und so fort. Und ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten. Ich habe da eigentlich gesagt, naja, eigentlich, Keep Calm geht doch. Was ich wirklich verstehen kann, ist halt die Situation, wirklich keiner hat den Clan gefunden. Aber dafür gibt es ja mittlerweile einen Clan-Hashtag. Von daher ist es dann doch eindeutig zu finden. Aber mit diesem Keep. Leerzeichen minus Punkt minus Leerzeichen kam, ist halt nicht jeder klargekommen. Verstehe ich. Und deswegen aber jetzt neu, aber viele aus dem Clan fühlten sich da auch irgendwie ein bisschen überrumpelt. Viele haben dann nachgefragt, auch in Clash Royale dann, was ist denn mit Keep Calm los? Und da war halt einfach ein bisschen zu wenig Absprache. Deswegen ist das ein bisschen so in die Fritten gegangen. Also von daher denke ich mal, werde ich eventuell. Wenn Mario das okay findet, dann höchstwahrscheinlich wieder in Keep Calm gehen und dann gucken, was da geht. Mal schauen. Ansonsten greifen wir mal an. So sieht's aus. Ansonsten natürlich auch wieder neue Friese. Yeah, muss natürlich sein. 4,5K, nice, aber beide Infernos auf Single. Und das geht natürlich ganz schön auf den Sack von mir. Da kann ich mir nie leisten. Das schaffe ich leider nicht. Beide Infernos im Bau. Ich hätte natürlich gerne die Queen reingesetzt hier und dann geheilt, aber mit den Luftabwehren geht es natürlich nicht. Aber trotzdem ist der ganz gut dabei. Den kann ich auf jeden Fall nehmen. Ich hau hier die Queen rein. Achso, nebenbei, der King ist auch gleich fertig. Der hat seine Schlafzeit vorbei. Der Minenwerfer wird ja auch gerade gebaut. Na, Einwand, Tutti, Alter. Das läuft ja mal richtig nice. Dann können wir natürlich mal hier richtig eskalativ abgehen. Mit ein paar Mauerbrecherchen. Ja, genau. Und dann auch noch gar kein Rage. Aber jetzt sehe ich gerade, der X-Bow hittet auch schon. Da muss dann schon geraged werden, auf jeden Fall. Weil wir sonst halt echt schnell mal ein Problemchen kriegen. Bam, Digga. So. Einfach mal nochmal ein bisschen hier auf den Sack geben. Wenn die Queen sie ein bisschen verschnellert, ist das auch nicht schlimm. Die kann ruhig mal ein bisschen was tun für ihr Geld. Und ich hatte noch mal. Ich hab's verkackt. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ah, jetzt kommt da mit Loons, die ich freezen könnte. Ah, da ist auch doof gelaufen. Aber egal. Egal, wir wollen ja sogar noch das Dunkle hier. Ah, ist das clever, die da hinzusetzen? Naja, war jetzt nicht so clever. Aber ich hab's probiert. So. Weil ich denke, dass die Queen da gleich down geht. Da will ich dann lieber hier nochmal ein bisschen Support reinbringen. Ich glaube, das war ein totaler Kackangriff. Ich kann mir eigentlich total freuen, dass das nicht.
Also das hat halt eben noch auf einen Stern rausging, weil da habe ich so ein bisschen verkackt. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel Pass. War ich wirklich nicht dabei. Ich habe noch den Freeze. Das lohnt sich nicht. Ich lasse die sterben. Das lohnt sich einfach nicht, den Freeze dann noch rauszudroppen. Hätte tausendmal besser. Also das Dunkle hätte ich haben müssen. Da habe ich mich ein bisschen vercalculated, Alter. So, zack, hier. Als nächstes können wir dann nämlich irgendwann mal noch den Klonzauber reißen. Wie gesagt, die anderen dunklen Spells, erst wenn King und Queen halt gemaxt sind, dann geht's mit den Spells weiter. Felix haut raus. Gucken wir mal, was Felix raushaut. Yeah. Naja, ich meine, wenn man so klein ist, ist das natürlich echt nice. Dann sagt man sich halt auch, ey, coole Ding. Komm, da holen wir uns das. Und das war ja auch nur wirklich noch leicht zu catchen. Und dann natürlich mit den Loons in der CB läuft natürlich mega. Hier ist ganz klar. Da sieht man aber wirklich, was ein guter Clan halt ausmacht. Dass man halt wirklich sagen kann, gut, okay, man kriegt richtig gute Truppen und dann ist das Ding ein Heimspiel, ganz klar. Und hätte er sonst definitiv nicht gerissen, da kann man dann wirklich sagen, gut gemacht. Damit räumt man dann halt richtig auf. So, jetzt gehen wir mal wieder rüber und greifen an. Alter, der hat schon zwei Bogentürme. Boah. Zwei umstellen auf Riesen und dann mit dem Barbar, weil genau, einwandfrei, richtig schön alles rausgeholt, was rauszuholen ging. Und jetzt wirklich nur mit den. Das war gut, also das da. Oh, krass, die Barbaren. Ja, Mist. Schade. Ich hätte gedacht, ich hätte die andere halt auch noch klar gemacht. Aber spätestens beim Zerschmetterer wird's dann enden. Ärgerlich. Ja, da ist meine gesamte Strategie echt für den Hintern. Was zuvor noch richtig gut geklappt hat, ist jetzt nicht mehr lukrativ. Da geht das mittlerweile in Bach runter. 27%, damit gewinne ich keinen Blumentopf mehr. Auf keinen Fall. Ah, ärgerlich hier. Ja, also ab 1000 wird es dann so langsam interessant, wo man dann wirklich gucken muss, was man macht. Werdet ihr im nächsten Video sehen, mal gucken, was mir noch einfällt. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.